Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft hier auf meinem Winterserver. Und wie ihr seht, hier hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe es ja schon vorhin im Video gesagt. Wir haben den Server neu aufgesetzt, dadurch sind die Bauten verschwunden. Und wir haben dafür jetzt Mods, das heißt, wir haben auch wieder den Schissel- und Bits-Mod. Und wir haben verschiedene andere Mods, wie beim letzten Jahr auch. Und ich musste mich woanders aufbauen. Ich habe jetzt bis zu dem Zeitpunkt gebaut, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, hier das Häuschen, ne? Und das war es eigentlich schon. Also jetzt irgendwie 20 Minuten kurz gebaut, halt wie in der ersten Folge. Und ja, wir gucken uns mal an, was ist denn hier jetzt momentan auf dem Server los? So, wir haben hier ein paar Spinnen, die spawnen. Das ist schon mal nett. Wir haben da ein Iglo. Wir haben hier eine größere Hütte von, ich glaube, Deadline. Das sieht nach Deadline aus. Dort liegen. Ja, das ist Deadline. Der sammelt die nämlich. So, hier auf meinem Platz wurde nämlich gebaut. Und zwar hat da irgendjemand ein Portal drauf gesetzt. So ein kleiner Fiesling. Und deswegen habe ich jetzt da hinten gebaut. Ein bisschen weiter ab vom Schlag. Und ja. Hier ist Bugsy mit seiner komischen Baukonstruktion hier. 1 Milliarde Hütten hat er. Ist ja ein richtiges Schloss hier. Mit einem Schalter. Okay. Ich will nicht wissen, was dieser Schalter tut, Bugsy. Aber ich kann dir sagen, Greenpeace wird das nicht mögen. Oder Peter. Greenpeace mag ja nur Bäume. Denen sind doch Tiere egal. So, ist das ein Creeper? Ja, schön. Und ich habe nur ein halbes Herz. Das ist ja fabulös. Oh, er rennt auf Baxi zu. Baxi, hinter dir. Oh, das ist ein zweiter Creeper. Nein, er, oh Gott. Er war getarnt im Schnee. WTF. Naja, jedenfalls werde ich mein Haus auf jeden Fall wieder mit Schissel und Bits pimpen. Und da Schissel und Bits jetzt installiert sind, du kleines Arschloch. Kann ich es jetzt hier sagen, was ich vorher schon vorhatte? Und zwar möchte ich gerne, dass, oder jeder, der mitmachen möchte, darf mit Chisel und Bits etwas Weihnachtliches modellieren. Das heißt, ja, so ein Block halt. Ein Block. Weiß nicht, kann ich euch das kurz zeigen? Ich zeige euch das mal kurz. Was war das nochmal? Ach ja. So, und zwar gibt es hier den Meißel. Den baut man mit einem Stück Holz und einem Stück Stein, Eisen, Gold oder Diamant. So, und dann gibt es hier halt noch die Negativen. Damit kannst du halt ja, deine Bits, die du dann quasi hast, duplizieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier alles. So, wir haben hier diesen Schissel- und Bit-Ding, ne? Den kann man hier mit dem Mausrad. Ach, scheiße, bin ich blöd. Moment. Meißel. Wobei, den kann ich ja nicht behalten. Hier, die Blumen können weg. So, ich pack den mal hier hin. So, jetzt drück ich. Was war das? Genau. Shift und das Mausrad und kann somit zwischen den einzelnen Modis wechseln. Es gab noch eine Taste dafür. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wusste es mal. Jedenfalls können wir hier jetzt quasi ein bisschen was vom Block entfernen. Und haben jetzt auch in unserer Ta. Ach, da ist der Steinmeißel hin. Naja. Ich dachte eigentlich, wir hätten eine. Warte. Game Mode. So. Können hier jetzt das Zeug entfernen und haben dann die kleinen Bits in unserer Tasche. So, und damit können wir, wenn wir mögen, muss ja nicht nur Holz sein, kann alles Mögliche sein. Ups. Würde gerne die Erde wieder platzieren. Ja, mit einem Bit kann man auch irgendwie Sachen auseinandernehmen. Crazy Shit. Ich möchte den Bit da wieder reinsetzen. Ha, so. Rechtsklick setzen, Linksklick rausholen. Finde ich ein bisschen seltsam, dass man damit irgendwie Sachen rausholen kann. Dann braucht man doch den Meißel nicht.
Keine Ahnung, aber ihr habt gerade einen Lifehack von mir mitbekommen. So, und damit können wir jetzt quasi fröhlich Dinge bauen. Und was man alles damit bauen kann, das erfahrt ihr dann im Laufe des Let's Plays von mir. Also ich werde ordentlich was bauen mit dem Zeug. Und vielleicht werde ich auch noch einen Pokal bauen für den Gewinner. Denn es gibt ein Weihnachtsgeschenk, nicht den Pokal. Das wäre vielleicht ein Zusatz quasi. Steht dann auf dem Pokal drauf, Winner des Winter Up 2018 oder so ein Kram. Ja, cool, jetzt habe ich schon kein Licht mehr. Geil, Moment. Ich mache das jetzt nur für die Aufnahme. Damit ihr was sehen könnt. So. Damit kann man halt richtig coole Sachen bauen. So. Jetzt haben wir eine Tasse. So, mit dem richtigen Werkzeug können wir das natürlich auseinanderbauen. Und dann haben wir es auch original in der Hand und können es halt überall platzieren, wo wir wollen. Da. Ist das nicht ein Meisterwerk? Ich finde schon. Dann haben wir halt hier noch die Meißel. Wir haben hier einmal das Positive. Damit können wir Dinge kopieren. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Grasblock entfernt. Und zwar, indem wir ein vorhandenes Stück Holz nehmen aus dem Material, das es halt auch ist. Und dann klicken wir drauf und zack, ist es dupliziert. So, dann haben wir hier noch das negative Meißel. Ich glaube, damit konnte man mit den vorhandenen Ressourcen, die man hat, das Ganze bauen, oder? Wie ist es immer noch drin? Ja, ich kann es drehen, fröhlich. Wie war das denn nochmal? Also ich konnte es mit vorhandenen Blöcken, die ich in meinem Inventar habe, auch bauen. Aber aus Gras wirst du nicht gemacht, oder? Ach, das Negative macht aus allem was, oder was? Irgendwie so. Ihr werdet es schon herausfinden. Platziert aber nicht zu viele Bits, sonst wird höchstwahrscheinlich der Server laggen. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal irgendwie wieder aufzubauen. Indem wir mal die Grasblöcke nehmen. Och, das war Kacke. So. Gott. Ich muss das hier erstmal abbauen. Jetzt ist es weg. Ich brauche mein Meißel. Wo ist mein Meißel? Was habe ich getan? Ist alles kaputt. Oh Gott. Okay, ist alles richtig. Alles richtig gemacht. Hallo? Okay. Ich habe jetzt ein Bild von Gras. Ups, das war ein bisschen viel, ne? So. Bei mir habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. So, zack, der Grasblock ist auf jeden Fall schon mal wieder hergestellt. Jetzt versuchen wir den hier wieder herzustellen. Ach, guck mal doch. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was Negatives war und was nicht. Egal, spielt ein bisschen rum, findet es heraus. Ich werde unterdessen so lange meine Erdblöcke wieder versuchen zu setzen. Kann das ganze Zeug natürlich auch wegwerfen. Dann hat man echt den Stress, den ich hier habe. Gott, das Holz. Das arme Holz. Okay, ich muss das Zeug hier wiederfinden. Wieder kriegen. Aber habe ich das letzte Mal nicht Dinge entfernt? Wo ist mein Meißel? Was habe ich mit dem Meißel gemacht? Er ist verschwunden. Ohne kann ich doch nicht arbeiten. Ach, Dreck. Na gut, bauen wir hier erstmal das Holzding wieder auf. Ja, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Ich habe das letzte Mal auch schon sehr lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber im Endeffekt lohnt sich das wirklich, wenn man da richtig geile Sachen mitbauen kann. Ich weiß noch, das letzte Mal habe ich einen Schneemann gebaut, einen richtig runden Schneemann. Der war auch nicht wirklich gigantisch, sondern einfach schon ein schöner, kleiner, runder Schneemann.
So, wenn der Block komplett ausgefüllt ist, ist das natürlich ein ganzer Block wieder. Wie so, wie er halt vorher war. Ansonsten, ja, habt ihr halt so ein Brett. Und zwei Holzbretter. So. Du warst ja heile, ne? Oh Gott, die sind zusammengemischt. Ohne Meißel kriege ich die nicht auseinander. Aber ich habe hier noch ein bisschen Gras. Willst du ein bisschen Gras kaufen? Ganz viel. Kann ich den nicht einfach da reinsetzen? Sieht authentisch aus. Jetzt habe ich hier natürlich irgendwie komisches Zeug rumliegen. Das kann weg. Also wer diese hübsche Skulptur bei sich im Haus stehen haben möchte, der darf sich gerne eins von mir abholen. Hier, da. Da und da und da und da. Bitteschön. Fühlt euch frei zu nehmen, was ihr wollt. Ich bin wieder im normalen Game-Mode, ne? Ja. Das kann alles weg. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Das ist wirklich das Interessanteste auf diesem Server. Und zwar Schüssel und Pits. Hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, aber... Echt ein Holzbrett? Gemeißeltes Holz. Da fehlt irgendwas. Wir haben auf jeden Fall noch andere Mods drin, aber die sind mir ehrlich gesagt egal. Ich will nur Schüssel und Bits. Mehr will ich nicht. So, und wir bauen jetzt unser Haus schön weiter. Zack. Zack. Holen wir uns nochmal ein bisschen Holz. Auf jeden Fall werdet ihr in den kommenden Tagen quasi in Zeitraffer sehen, wie mein Haus sich... verändert. Ich bin auf der falschen Seite. Was macht der Junge? Wieso hat er gerade so viele Erfolge bekommen? Das ist schon ein bisschen verdächtig, ne? Ist schon so ein bisschen verdächtig. Oh, guck mal, hier ist ein halber Baum. Und irgendwie Stein. Und ich habe da auf jeden Fall einen Mini-Zombie in meiner Butze irgendwo. Geil. Stehe ich da drauf. Um kleinen Mini-Zombie abgeschlachtet zu werden. Es war nicht mal dunkel. Wo kam der her? Hä? Was für ein Troll. Gemobbt von einem Mini-Zombie. Geil. Ist hier nichts mehr? Achso. Was ist das andere Holz? Wieso habe ich nur ein Holz? Was mit dem anderen Holz passiert? Okay, ich habe es gefunden. Alles in Ordnung. So, der Baum ist auch schön groß geworden. Sehr schön. Ich kann nämlich alles Holz gebrauchen. Ich mache so eine halbe Holzhütte, aber innen wird es richtig schön werden. Wartet's nur ab, Freunde. Wartet's nur ab. Ihr werdet es sehen und denken, oh, ist geiler Shit Zero. Das werdet ihr denken. Ihr werdet schon sehen. So. Zack. Bei mir kackt nix ab. Was baust du denn ab? Dann testen wir es gleich live. So, gib mir mein Holz her. So, ich brauche auf jeden Fall eine Spitzhacke, damit ich mir hier so einen Stein ziehen kann, damit ich mir so ein Bit bauen kann, damit ihr sehen könnt, wie das gebaut wird. Wir werden testen. Und zwar mit Le Holz. Das dürfte für den Anfang reichen. Oh, ich hatte schon welche. Na gut. Egal. So, uns die Spitzhacke hier und holen uns mal fix einen Stein, bevor es dunkel wird. Scheiße, zu spät. Aber ich weiß, wo ein Stein zu finden ist. Hauptsache, es spawnen keine Creeper währenddessen. Nehmen wir einen zweiten mit. Okay, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück.
Okay, wir brauchen dieses typische Ding des Griechens und so war das nicht, ne? So, so, oder so. Da, da, jetzt haben wir es. Links Material, rechts Stock. Zack. Nee, kackt nicht ab. Sehr schön. Wir sind safe. Hier kommt nichts hin. Hoffentlich. So, zack. Hat es währenddessen geschneit? Oh, ich hatte einmal Schnee aktiviert, ja. Okay. Auf jeden Fall muss das weg. So. Material. Der zieht doch jetzt alles rein. Okay, so. Und hier ist ja diese Lücke, die müssen wir füllen. Nein! Das ist ja scheiß Schnee, ne? Nein! Ich habe irgendwas entfernt. Hä? Wieso habe ich denn gerade. Oh. Ich habe hier auch kein Licht, ne? Was für ein nettes Spiel. Ach, ernsthaft? Fehlt mir jetzt Gras. Ich hatte doch gerade so viel. Hä? Weißt du was? Achso, das ist nicht echt. Ich wurde getrollt. Nein, was mache ich denn? Okay. So, Block ist wieder hergestellt. Was ist das? Achso, ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Grasblock passiert? Aus irgendeinem Grund hatte ich genau drei. Perfekt. Und ich bin umzingelt von Monstern. Ist eine geile Nummer. Aber gut. Ich würde sagen, ich habe euch heute ein bisschen was gezeigt. Ich werde euch früher oder später ein bisschen noch mehr zeigen, weil ich dann ja was bauen werde. Wir werden auch gemeinsam ordentlich was bauen. Es kann sein, dass die Hütte beim nächsten Mal schon ein bisschen fertiger ist, je nachdem, wie viel ich spiele. Weil eigentlich wollte ich mit Reggie heute auch einen gemütlichen Abend machen. Und darum musste ich schnell noch eine Folge Minecraft machen. Und, Stress, 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 Stress. Und dabei wollte ich noch einen Trailer machen für. Kriege ich auch nicht mehr hin. Da, Mausrad zum Rotieren. Rechtsklick zeigt das Menü. Rechtsklick. Nö. Ach, das ist links. Nö, ich habe kein Menü. Was sagst du? Linksklick zum Meißeln, Linksklick zeigt das Menü an. Hä? Beides? Ich wollte mich verarschen, oder? Linksklick. Links ist da, wo die Hand rechts ist. Oder irgendwie so. Nö. Das Spiel verarscht mich. Von vorne bis hinten. Dinge, die ich nicht verstehe. Ein Scheiß tut Linksklick. Ach da! Alt. Ah, wenn man Alt gedrückt hält, hat man dieses Menü. Oh, ich hab's gefunden, okay. Puh. Spiel erklärt echt wenig. Aber gut. Das soll's für heute erstmal gewesen sein, Freunde. Jetzt habt ihr es erfahren, nur bei mir zu sehen. Rotate. Okay.
Wiederholen. Nichts zu wiederholen. Rückgängig. Okay, man kann Dinge, wenn ihr jetzt irgendwie Fehler gemacht habt. Sagen wir, ihr habt so gemacht. Könnt ihr es nach und nach rückgängig machen. Also es kann gut sein, dass ihr das Ding einmal aus Versehen in die Hand nehmt. Und dann wild darum... damit rumfummelt. Was ist das jetzt? Oh Gott. Okay. Hau rein, Brett. War schön mit dir. Ach, da sind die Bits. Jetzt ist es zu spät. Ja. Für die Monster. Bitteschön. Hi, hier. So, ich habe herausgefunden, dass man alles wegwerfen kann mit Steuerung und Gu. Die Koordinaten. Du hast doch eine Map. Drück J. Oh. Sorry für Caps. Ja, manchmal bin ich wütend und schreie meine Abonnenten an. Und alle Mitspieler. So, ich gehe aber nur kurz auf, um hochzuladen. Ich mache einen anderen Smiley, sonst ist das verrückt, wenn ich immer denselben Smiley mache. So. Gut, haut rein, ciao!